Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Samstagmorgen zusammen mit dem Philipp und dem Sebi. Einen wunderschönen. Hallo. So, ja, Sebi ist inzwischen hinzugestoßen, knappe 25 Minuten später. Aber gut, wir sind in der neuen Aufnahme drin, das heißt für Samstag ist schon mal die Folge angefangen, ne? Ja. Ja, weil mein Radio machen wir noch nicht an. Und spielt sich dort wieder. Ja, gut. Okay, das geht eigentlich. Allzu viel habe ich nicht mehr. Wunderbar. Ich hab da ein Problem. Der MP-Trag würde es schaffen. Also ich bin jetzt, ich habe jetzt Themawechsel. Ja. Also, würde es schaffen. Aber. Würde, aber. Er lässt nicht, aber er lässt wenig ab. Ja gut, das ist natürlich nicht optimal. Wer fährt gerade alles auf einen Mercedes? Was ist? Wer fährt gerade alles auf einen Mercedes? Im B-Truck oder auf dem Unimog kann keiner von euch fahren. Ja. Du fährst auf den Unimog, ist ja klar, du bist am Ballen sammeln, ne? Du wirst noch nicht abgeholt hast. Also gut, welchen nehme ich dann? Johnny, zu stark. Ne, du kannst. Der ist auch nicht so stark. Ich hab 300 PS. Ja. Das geht auch. Und brauchen tue ich 180. Ich nehme den Case. Ja. Wenn ihr habt ihr nicht 180? Der hat 190, glaube ich, oder so. Ja, okay, wir haben keine Reha drauf, also müsst ihr es schaffen. Gut, leck, leck, leck. Wir haben eine Reha drauf, geil! 200 so. Ding, aber das ist momentan. So, warte. Ich glaube, ich muss mal den Unimog tanken. Flo? Ja. Die PS-Steigerung 180, 225. 290, 240, 240, 415. Bei meinem reden wir, glaube ich, nicht weiter. Ja, du. Ja. So. Das ist 2000. Ja. Das wunderschöne Teil davon gehabt. Also, ich mag gesagt haben, der zieht alles. Ja, das tut er. Also, wenn jetzt mal irgendjemand eine Panne hat. Wir wissen, welchen Traktor wir zum Ziehen von der Stange nehmen. Ich glaube, vorher reißt die Stange, bevor der Traktor zu schwach ist. Ja, das glaube ich auch. Oh. Okay. Gut, aber der bremst gut. Das ist mal nicht schlecht. Und Bremse, Ara. Weswegen fahrt er nicht mit der Stange rückwärts? So. Okay. So. Bin wieder da, am Feld. Jetzt hat. Ja, okay, schön aus. Zeigst du mir mal deinen neuen Johnny? Der steht am Hof. Steht am Hof. Ich bin nicht am Hof. Ja, muss eigentlich nur dahin springen. Egal. Nee, der Case pullt mir ganz schön, ey. Ja. Krass. Aber da zieht es jetzt, oder? Nee, der MP-Track hat auch gezogen, aber hat so, ach so, zu wenig abgelassen. Ja, das ist natürlich auch nicht ganz optimal. Der Gäste ist. Muss er ja schon nicht fahren. Ist ja nicht dunkel, es ist Morgendämmerung, es ist 27 Uhr. Ja. Ja. Auch dunkel ist es. Okay. Ja, okay. Ohne Shade ist es dunkel, ja. Mit Shade ist es schon um einiges heller. Weil ich ziehe hier ja noch ein Vorgewende. Dein PC schafft ja den Shader, meiner wird ihn gar nicht mal schaffen. Ich weiß nicht, ob es meiner schaffen würde, also. Ich glaube, deiner würde es sogar schaffen, aber der Laptop, den ich habe, der wird es doch sicher nicht schaffen. Nee, der Laptop, nee. Haben wir Fußzerstellung an? Ja, natürlich. Ich mach die mal kurz aus, weil schon. Sonst gibt es Schwierigkeiten bei mir mit dem Ballen sammeln. Fährt man die Wiesen? Die fährt man, glaube ich, nicht kaputt, oder? Fährt man kaputt, wenn man reinfährt? Alter. Normalerweise schon. Bei mir ist es jetzt immer passiert, dass ich die kaputt gefahren habe. Also ich hab's ausgemacht. Okay. Ja, machen wir das später wieder. Oh, Alter! Oh Gott,
Was war das denn, Alter? Keine Ahnung, wir haben keine Speicherung drin oder so. Shit! Wird schon die ganze Zeit voll, ne? Ja. Da war ja was mit schnell voll sein, ne? Da war was, ja. Okay, warte, ich bin jetzt auf der 30, bald fertig, dann fahre ich auf die 16 und dann gehen wir auf die 7. Gut. Ah, ne, die 16. Brauch einen Hänger! Oh nein! Ich höre mehr an von dir. Ey, das geht doch nicht. Aber ja, ich muss sagen, ich komme mit einem Anhänger klar. Weil Sojabohnen. 30.000 Liter sind in einem drin. Ja, weil Sojabohnen geht jetzt nicht die große Menge runter. Also, ich habe es bis jetzt einmal abtanken müssen, habe das 3. Oh, ich weiß, mit meinem großen. Halt, das war der falsche. Ach ja, ich wollte mir noch ein Gewicht kaufen für den. Für das brachiale Teil. Ja. Wieso braucht ihr ständig einen neuen Traktor? Das heißt der ständige. Was heißt der ständige, ja genau. Ich habe knapp 25 Stunden auch mit dem Fan drauf, weil ich glaube, das heißt schon was. Und außerdem, wir wollen größer werden. Die ganze Zeit auf 245 Maximalleistung PS bleiben. Also, ich bin nur zufrieden mit meinem ersten. Ja, den hast du auch noch lange nicht gefahren. Wirklich was drauflaufen gehabt. Also, ich habe auf meinem kleinen 14 Stunden drauf gehabt. Und auf meinem großen, also den 6R, habe ich keine Ahnung. 16 oder? Nee, ich glaube knappe 19 Stunden ja, drauf. Irgendwie sowas war's. Ist das Ding an, was ich vielleicht brauche, wenn die Ballen nicht aufgeladen werden wollen? Was ist? Danke. Achso. Flipsi, machst du das? Ja, ist schon an. Danke. Fast kannst du ausmachen. Pass, ein Ballen ist ausgeladen. So, jetzt fahre ich gleich zum Verkauf. Ich bin zwar noch nicht komplett voll, aber ich mag jetzt gleich zum Verkauf fahren. Dann fahre ich schnell an dir vorbei und sag dir mein Johnny. Ist die Kuhwiese schon leer? Und keine Angst, es ist ein Traktor mit Schweißbereifen. Aber hast du die Kuhwiese jetzt komplett abgeerntet, oder? Mit Ballen? Mal schon. Ja, das hört sich sehr glaubwürdig an. Ich mach kurz. Warte mal, Flo, wie schnell läuft deiner? 60. Ja, okay, dann laufen unsere gleich schnell. Ja. Aber ich glaube, meiner wird sogar 100 schaffen. Hat der Schmalspurreifen drauf? Ja. ich bleib hier bei so einem Holzhaufen stehen, da, weil das sehr eng ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da durch, ne? Brauchst du jetzt einen Anhänger von meinem, ja, oder? Ja, ich komm gleich vorbei. Okay, ich hänge ihn dir schon mal ab. Ich hab was haben wir jetzt für einen LKW, einen neuen? Dreiachse Hakenlift. Geht ja. Der steht unten bei Feld 5. Müsste normalerweise sein. Ja, bei Feld 5 ist es. Scheiße, da am Ernten? Ja, also du könntest dann, wenn du fertig bist, mit Heu sammeln. Warte, ich... Ja. Es ist ein Traktor. Was ist? Ist das ein Traktor? Das ist mein Traktor. Ich glaube, es ist ein Traktor, ja. Ich bin gleich wieder da. Und da ist er weg. Ich glaube, er muss erstmal den Schock verarbeiten. Ja. Ich glaube, der beschleunigt schneller als jeder andere Traktor von uns allen. Ja. Das glaube ich. Ist ja auch meine spezielle Starboy-Edition. Ja. Was ist denn auf der 6? Auf der 6 sind Sonnenblumen drauf. Okay. Ich habe sogar Blitzlichter dran vorne und hinten, ne? Also. Ich weiß. Ich war vielleicht mal ganz kurz hinter dem hinteren Reifen gestanden und da waren die an. Hat ein bisschen geblendet. Minimal. Und wenn ich rückwärts fahre, geht das Licht auch an, also. Ja. Komfortabel. Er hat eine leichte schwarze Wolke. Das muss so. Alles, was schwarz raucht, hat Power.
Raucht deiner? Ich glaub's nicht, der hat auch jetzt Blut. Hat meine eigentlich auch. Eigentlich. Eigentlich. Aber im Monat schon oft. Aber insgeheim habe ich noch nie AdBlue nachgetankt. Na gut. Du hast ja auch gerade mal vielleicht. Ja. 1500 PS. Ja, das? Das ist das Fünffache von einem 1050er Fendt. Alter, lass dann einfach mal einfach so auf Bock haben, also auf Spaß. Aber wenn wir jetzt eine 1050er Fendt mieten oder kaufen, den wo wir wieder dann hergeben, einfach nur dafür, jetzt kriege ich den blauen, das war klar, ja, klar. Einfach nur dafür, damit... Du kannst schon aber noch umkonfigurieren, der muss nicht blau bleiben. Nee, alles gut. Einfach nur damit wir schauen können, wie viel Power der wirklich hat. Ja. Warte, ich fahr mal kurz vor... Nee. Hä? Was ist denn? Ist der Motor abgestorben? Controller nimmt nicht mehr an. Ich fahr mal bei dir vorbei, ne? Ja. Alter, der ist laut. Ach du Scheiße. Oh! Alter, der hat da was kaputt gefahren. Es gibt eine Anzeige. Das geht immer gar nicht. Schon wieder in der Gas. dein Reifen dreht durch. Also ich weiß nicht, ob das so gehört, ne? Ach so! Ich glaube, das liegt, du musst Allrad anmachen. Oha, Alter! Warte mal. Ich mach mal einen Schnellstart, ne? Dein hinterer Reifen dreht einfach durch. Ich habe jetzt mal ohne Allrad, ne? Ja. Jetzt gibt er schon wieder kein Gas. Der dreht halt wirklich durch. Ja, weil er nicht mal auf Allrad ist, zieht er richtig hart. Ja, weil du hast vorne das dicke Gewicht dran und dann lupft's ihn hinten und dann schaut er durch. Never schaut er hinten durch. Wohl doch, das ist wirklich. Ja, das liegt am Gewicht. Deswegen habe ich an meinen Fendt auch die Radgewichte hinten dran gemacht, dass es ungefähr ein Ausgleich ist. Keine Radgewichte. Ich kaufe mir ein anderes Gewicht, das ist zu schwer. Ja. Das wird dir keine Radgewichte? Nee, leider nicht. Nicht? Nur bei den normalen Brettreifen, aber ich habe Terra Reifen. So, stimmt, ja. Ist das okay mit einem Anhänger mit 60 um eine Kurve rum? Ich glaube, der Anhänger ist standardmäßig nur 40 km/h ausgeht, aber ja. Ach, hat der Druckluft. Die LS-Physik macht's möglich. Aber jedenfalls die Standard-LS-Physik. So, ich spiel durch. Das heißt, es ist gleich runter. Dann auf die kannst 16. Du das eine Schneid weg. Ne, ich muss jetzt auf die 16 runter. Da ist nämlich auch nochmal. Oh, bremsen. Oh, Sojabohnen drauf. Oh! Und dann geht's dann zum Mais. Da geht's dann im Mais. So, ich hoffe, dann geht da alles rein. Ich kaufe mir ein anderes Gewicht. Die Sojabohnen soll ich die gleich verkaufen? Ja, ne, oder? Ja. Ich kaufe mir jetzt ein 16. Tonnen, also 1600. Wo ist denn der? Kilogewicht. Ach, der war da oben, ne? Ja, genau. Bitte geh alles rein, bitte geh alles rein, bitte geh alles rein. Oh, das wird so knapp, das wird... Ach komm. Ja, okay, die 700 Liter, die ist mir egal, die kann ich drin lassen. Das war gerade richtig knapp in meiner Kabine vom Fan vorbei, aber richtig knapp. So. Ah, ne, wollen wir noch nicht senken. Muss erst ausklappen. Was hast du denn verkauft? Mein Gewicht. Achso. Ich habe jetzt mir ein kleineres gekauft. Eigentlich brauche ich ja keins. Eigentlich nicht, ne. Aber normalerweise müsste ja auch ein extra Frontader dabei sein. Ja, normalerweise schon. Ich schau mal nach. Oh Gott. Ich bin ein bisschen gelüpft hier. Jo. So, jetzt ist der Ball weg. Ah, da ist er wieder. So. Was? Habe den Schock verarbeitet. Ja, hat nur knappe 5 Minuten gedauert. Wenn ich länger. Knapp. Er kann auch mal länger dauern. Ja. Heißt das? Ich hab wirklich einen eigenen Frontlader. Ist das ein Traktor oder ein Monster? Das
jetzt gerade. Ich hab ja auch eine Frontladerschaufel für 55.000 Liter. Ah, das 5.500 Liter meine ich. 5.500 Liter, ja, das geht. Ja. Ich komme nicht mehr. Ah, jetzt hat. Ich bin gerade nicht mehr in meine Dresche reinkommen. Gut. So. Okay. Oh. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich bleib die ganze Zeit. Das jetzt verkraftet, dass mein Traktor der stärkste ist und bleibt. So. Aber den wird man nicht toppen können, glaube ich. Doch, wenn ich ein bisschen skripte, dann kann man es toppen. Ja. Ich meine, es ohne Skript. Dann nicht. Und wenn du skriptest, werde ich auch skripten. Weil meiner ist jetzt standardweise auf 2500 PS. Ich kann den dann dreifache drauf packen wie du. Also, mir will keiner mehr was vormachen. Ich mach das vierfache dann drauf. Oh Gott. Alter. Scheiße. Soll ich von hinten schieben? Nee, bin drüber. Ay, gut. Ich muss da weiter drüben. Mir ist gerade aufgefallen, ich bin vielleicht falsch gefahren. Ja. Dann fährst du mich daher, wo ich glaube ich hin muss. Du musst mein Lenkrad mal sauber machen. Oh, hoppala. Junge, Mensch, da kommt noch einer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ich steck fest. Das Ding ist so brachial. Ja. Ist mit die Reifen, ich glaube ich muss. Ich glaube ich muss andere Reifen raufpacken. Ja. Weil mir die Autos unter Straße. Da hab ich schon Probleme, Alter. Aber wo ist der Ball in Hand? Da wo. Da wirst du schlecht reinkommen. Ja. Ich glaube da fahre ich. Was ist Motivation? Ja, also die Motivation, die nehme ich jetzt, um fast wieder reinzukommen. Okay. Der heißt Ballenburhans. Ich weiß nicht. Ich komme vorbeigeschossen, gell? Bei mir heißt der Ballenhans. Also, ich möchte gesagt haben, ich komme vorbeigeschossen. Ja. Oh shit! Ja, guck, wie sieht das ab. Ich glaube, wir müssten mal. Du bist doch der Beste, oder? Ja, natürlich! Was schreibt sie denn da drüben, Jungs? Pärchenstreit! Oh. Scheiße, da ist nur die Einfahrt! Okay. Hallo? Ja, und jetzt ich werde jetzt sogar die Straße! Das ist die Einfahrt, halt, stopp! Jetzt. Also, Sebi, wenn du die schaffst, sagst du mir dann, drück mich rein. Fahr dann! Geht's da rein? Nein, ich warte, stopp! Ja, ich fahr nicht mehr, dann kommt ihr. Geht doch! Doch, also mit 60 km/h ist es angenehm im Johnny drin. Hm. Ja. Wollen wir vielleicht einmal, ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, aber ich hätte Bock, ihr zwei mit den stärksten Traktoren am Hof, mit den zwei, also dein Fans und mein kleiner, in Anführungsstrichen, Johnny. Ja. Und ich ziehe mit dem gegen und der Stange. Oh. Ja. Habt ihr Bock? Wir machen die Stange nicht kaputt. Die Stange hält das aus, die muss dann rausgehen. Aber einen Ding mag ich haben. Ich werde die Terra-Bereifung drauf haben und das fetteste Gewicht, was es in LS gibt, vorne dranhängen haben. Aber dann. Nee, das machen wir nicht. Das gewinnst du doch. Dann machen wir lieber die Traktor-Pulling-Map. Es gibt eine Traktor-Pulling-Map? Ja. Ich kenne nur die Golf, nee, die Fußball-Map oder was das ist. Es gibt auch die Event-Map. Ja. Ja, wunderbar. Nee, aber ich mag die Traktor-Pulling-Map nicht. So, passt. Na gut, hier hab ich. Nichts machen mit dem Unimog. Ich will das machen. Ja, gut. Ich bin mit Dreschen beschäftigt. Kannst du vielleicht bitte etwas ausmachen? Ich will die Tür vom Unimog wieder zumachen und nicht hochgehen. Ja, noch eins. Philipp? Ja. Ah, dann bleibt die Tür offen. Ah, oh, läuft ja viel flüssiger, wenn der aus ist. Ja. Geht's also rein. Da muss ich also reinfahren.
Also ich schaue jetzt, dass ich mal in der Mitte eine gerade Linie gezogen bekomme. Aber mach ja erst beim F11-Menü mal was aus. Ist jetzt doch schon lang. Oh, gut. Ja, also schon. Gut. Fenster zu. Fahren wir weiter. So, dann hol ich mal Fenster. Ah, Fenster wieder auf. Das ist schon episch, dieser da. Blick. So, Plane drauf. Ab geht's. Es ist episch, ja. Dieses rote Case, dieses rote Grimme. Ach stimmt, du bist ja mit super originären Themen, ne? Da reingekommen beim Ballenverkauf. Hast du es geschafft? Ja. Einmal schön angefahren, schon schaffen muss. Ah ne, mir flippt mir jetzt gerade auf, wenn ich fahre 65 Maximalgeschwindigkeit. Okay. Ja, trotzdem. Ja, aber wir sind beide ungefähr gleich schnell. Ja. Jetzt die 2 km/h oder 1 km/h, was du mehr fährst. Ja. Deswegen komme ich überhaupt auf diese 65. Aber wieso braucht der Grauschläger so viel Kraft, ne? Keine Ahnung. Wenn ich hinten anhabe, ist der Motor auf normal. Also ist, hört er sich nicht mehr laut an. Aber wenn ich vorne einschalte, ist er übelst laut. Okay, warte, ich kann eigentlich. Oh. Alle sind verkauft! Ne, warte, da kann ich. Oh scheiße, ich bin falsch. Ja, da ist mir gekriegt. Mensch, Johnny. Tappt da gerade jemand? Ja, ich. Ja, okay. Aber jetzt immer. Hast gemerkt. Alles ist so, das ist so ein krasser Unterschied, wenn man tappt und nicht tappt. Oh, sollte man drehen hier. Ich bin umgekommen. Voll. Du bist natürlich angegeben. Also ich kann den Hänger hinten schwänzen lassen und fahr trotzdem 63. Wir haben noch 3 Minuten, ne, knapp 2. Man schafft die, kommt bis zur Agrar zur Landhandel hoch. Easy. Keine Ahnung. Wir haben uns jetzt richtig geschafft, wie immer da. Soll ich anschieben von hinten? Nein. Ich glaube, du kannst gar nicht anschieben. Weil ich ein bisschen schneller bin. Die 2 km/h. Ja, die machen ein bisschen was aus. Weil wenn ich einen Abstand habe, dann geht's nicht ganz so einfach. So. Okay, ich bin auf dem richtigen Wege. Ja, ich habe mein Johnny auf der Straße stehen, gell? Hier steht ein wildes Sebi auch mitten auf der Straße. Mit dem weiß nicht, an, oder? Park da, wo du vielleicht vorbeikommen könntest. Ich habe am Schlafland geparkt. Ja. Ich mache extra die Rundumleuchten, lasse ich an. Ich tapp wieder. Ja, ich merk's. Ich kann ja, ich nicht auch. So. Ich muss dir den. Alter! Dieser Grimme, ne? Hier stellen wir uns mal kurz hin. Vorsicht, ein wilder Sebi parkt mal kurz auf der Straße. Ich muss mal kurz was checken. Okay. Ah, da vorne ist. Warte, ich Flo, da kommt. Ja, da kommen die sie vorbei. Habe ihn nicht touchiert. Ich hätte es dir gesagt, ne? Also. Hm. Ah, ich glaube, das wissen die Leute auch noch, was ist mit dem Förderbänder passiert. Egal. Und zwar haben wir da hinten auch gerade seit Landhandel hin platziert. Ich habe natürlich wunderschöne Boden angegeben, wie man es von mir kennt. Das soll man denn einfach andere von uns erwarten, ne? So. Wenn es um Bodensachen geht oder um Platziersachen, bin ich die erste Wahl. So. Ich die letzte, was? So, jetzt kommt Geld. Boah, wir haben sogar einen Kühlschrank im MRN drinnen. Im Sattelauflieger, geil. Geil. Ich habe auch eine Kühlschrank. Ich habe auch eine Kühlbox, ja. Echt? Ja. Ich auch. Ha. Ja, ich mal ein schönes Brüstchen, ne? Können wir bei dem Fan auch eine Kühlbox einbauen? Können wir bei dem Unimog auch eine Kühlbox ich glaub, einbauen? Ich glaube, da hat glaube ich keinen Platz dafür. Wenn, dann hat er im Armaturenbrett vorne einen kleinen Platz, wo man halt mit der Pool oder sowas reinstellen kann, aber eine große... Hinten auf die Ladefläche mit dem Spann. Hey, oder wie wär's mit Spann der gut aufspannen. Hey. Oh, wie wär's mit einer Bierfahrer, Beifahrer, Zapfanlage? Ja, das ist auch nicht schlimm. Boah, 47 km/h. Warte, ich kann dir mal ein Bild, ein Video schicken. Wovon ich das hab. Wieso? Was denn? Komm mir da entgegen. Oh, der Boden ein Sebi. Ich nicht, ich bin gerade wieder hier gefahren. Hallo. Was macht er denn hier hinten? Ballen holen. Sind hier hinten Ballen? Ja, da sind noch Ballen. Und ja, ich bin am Kartoffeln wegfahren. Ach so. Ist es der,
dachte jetzt hier. 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 Deutsch. Oh, Leute, ich habe es perfekt geschafft. 25 Minuten und 54 Sekunden und ich bin fertig und am Zurückfahren. Aber, wie gesagt, wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken, denn wir sind für heute auch schon wieder fertig. Jetzt kommt der gut bekannte Spruch. Ein Däumchen mehr ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Ist für uns eine große Motivation und Unterstützung und den roten Knopf unten bitte grau machen, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und unten ist Sebi verlinkt, könnt gerne mal vorbeischauen. Genau, das haben wir jetzt in der letzten Folge gar nicht gesagt, aber jetzt ist er wieder dabei, das passt. Und abonnieren lohnt sich jetzt auf jeden Fall, weil es startet ein neues Projekt, da könnt ihr euch auch schon drauf folgen, da ist bald der Aufnahmetermin. Und ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Samstag und wir sehen uns dann morgen am Sonntag zu zwei weiteren Folgen hier auf der Gemeinde Rade. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Au. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.